Die Jugendsprecherin der ÖVP, Claudia Plackholm aus Waldingen, Oberösterreich, ist nun am Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen und Zuseher der heutigen Nationalratssitzung. Vor gut einem Jahr wurde die Bundesregierung zwischen ÖVP und Grünen angelobt mit einem Regierungsprogramm, das voller Ideen und zukunftsweisender Maßnahmen für Österreich ist. Ein Programm, das gerade auch eine junge Handschrift trägt. Und vor gut 10 Monaten ist dann die Corona-Pandemie auch über Österreich hereingebrochen und hat unser Land erreicht. Seither hat sich nicht nur der Alltag eines jeden Einzelnen, sondern auch die politische Diskussion sehr, sehr stark verändert. Aber nichtsdestotrotz hat unsere Bundesregierung bereits viele dieser Maßnahmen und Ideen aus dem Regierungsprogramm im vergangenen Jahr, im ersten Jahr dieser Bundesregierung, umsetzen können. Und insbesondere im Bereich Jugend möchte ich hier kurz ein paar Meilensteine aufzählen. Die Erhöhung der Zuverdienstgrenze für alle berufstätigen Studierenden, die Digitalisierung an den Schulen, die insbesondere durch Corona auch vorangetrieben wurde, die Aufwertung der Lehre und des Meistertitels oder auch die Einführung des Lehrlingsbonuses. Nicht zuletzt durch den Lehrlingsbonus wurden viele, viele Lehrstellen abgesichert und damit auch die Ausbildung junger Menschen in diesem Land, insbesondere während dieser Wirtschaftskrise. Jugendliche brauchen eine Beschäftigung und Jugendliche brauchen vor allem auch eine Perspektive während der Krise, aber vor allem auch für die Zeit nach der Krise. Und in diesem Sinne wünsche ich unserem neuen Arbeitsminister Martin Kocher alles Gute für die neue Aufgabe und Herausforderung und freue mich gleichzeitig auch auf die Zusammenarbeit mit dir und natürlich auch mit unserer neuen Jugendministerin Susanne Raab. Die Pandemie und ihre Folgen werden uns noch viel abverlangen, die nächsten Monate. Meiner Meinung nach die größte Aufgabe ist es aber, die Gesellschaft, unser Land wieder zu einen. Und das ist die Aufgabe von uns allen, auch von der Opposition, denn jeder Einzelne, der hier herinnen im Hohen Haus sitzt, ist dafür gewählt worden, für Österreich zu arbeiten und Verantwortung in unserem Land zu übernehmen, besonders dann, wenn es nicht leicht ist und das kann sich die Bevölkerung von uns im Parlament auch zu Recht erwarten. Dieser Tage schauen wir oft in die USA, in ein Land, das komplett gespalten ist, in ein Land, in dem die Demokratie den Menschen offenbar immer weniger wert ist, in ein Land, in dem Polarisierung zu gewaltsamen Ausschreitungen sogar führt. Wir Österreicherinnen und Österreicher dürfen unter keinen Umständen einen derartigen Keil zwischen uns kommen lassen. Und da möchte ich insbesondere einige Worte auch an die Kolleginnen und Kollegen der FPÖ richten, insbesondere an den Kickelflügel in der FPÖ. Ihr seid ja sogar in diesen Fragen parteiintern sehr gespalten. Ich komme aus Oberösterreich, wie der Kollege Klubobmann Wöginger, er hat es in seiner Rede schon erwähnt. Dort hat ja die FPÖ schon über die Medien ausrichten lassen, was sie vom fahrlässigen Kurs von Kickel innerhalb der FPÖ hält. Die einzigen, die Angst und Panik verbreiten, das sind Sie, Herr Kickl. Sie verunsichern, Sie spalten und Sie verbreiten bewusst Unwahrheiten. Und das ist völlig verantwortungslos in Zeiten wie diesen. Sie missbrauchen die Ängste und Sorgen der Bevölkerung. Sie schädigen nachhaltig das Vertrauen in die Wissenschaft und damit verunsichern Sie. Damit treiben Sie bewusst einen Keil zwischen die österreichische Bevölkerung. Herr Kickl, ich glaube aber, Sie sind schlauer, als Sie sich hier im Hohen Haus geben. Sie wissen ganz genau, dass ein schnelles Öffnen die Spitäler enorm überlasten würde. Und Sie wissen ganz genau, dass die Massentests notwendig sind, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Und Sie wissen auch, dass die Impfung unser einziger Weg aus dieser Pandemie ist. Aber Sie behaupten aus Parteitaktik ganz was anderes. Aus Parteitaktik behaupten Sie, dass Sie spielen bewusst mit Ängsten und Sorgen der Bevölkerung. Sie leugnen wissenschaftliche Fakten durch YouTube-Videos, durch alternative Informationen, die Sie daraus gewinnen. Und Sie vertrauen in der Pandemiebekämpfung den namhaften Corona-Leugnern und Corona-Leugnern wie Michael Wendler, Attila Hildmann oder Xavier Naidoo. Und das ist absolut nicht wissenschaftlich, was Sie hier machen. Das verunsichert nur und spaltet die Bevölkerung. Vielmehr müssten Sie vertrauen. Vielmehr müssten Sie vertrauen auf die Bevölkerung, auf jene Menschen, die die Situation tagtäglich in den Krankenhäusern erleben, auf die Menschen, die Impfstoffe in Rekordzeit entwickelt haben. Das, was Sie hier machen, ist absolut gefährlich und fahrlässig.
In diesem Land sind keine Verunsicherer und Spalter gefragt, gefragt sind Verantwortungsträger. Und sie übernehmen absolut keine Verantwortung, indem sie zum Boykott von Massentests aufrufen, zum Boykott von Impfungen. Sie übernehmen absolut keine Verantwortung, wenn sie umgekehrt vorschlagen, alles ab sofort aufzusperren. Es gäbe es kein Corona, es gäbe es keine britische Mutation, es gäbe es keine gefährdeten Risikogruppen. So wie wir diese Pandemie nur gemeinsam bekämpfen können, wenn jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, so lade ich auch Sie als demokratisch gewählte Vertreter hier im Parlament ein, konstruktiv mitzuarbeiten und zur Abwechslung mal Vorschläge und Lösungen auf den Tisch zu legen. Ja? Ja, auch die FPÖ wurde dafür gewählt, für Österreich, für die Österreicherinnen und Österreicher zu arbeiten und vor allem auch, um Verantwortung zu übernehmen. Applaus